Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern. Und ja, Sparta, ein ganz, ganz kleines Dorf südlich oder im südlichen Griechenland. Ja, naja, es war mal klein. Genau, ja, wir sind eigentlich schon relativ fertig. Jetzt halt noch so Kleinigkeiten wie Knossos muss ich, glaube ich, übernehmen. Warte mal. Ja, genau. Einheiten haben wir. Ja, an sich muss ich nur noch Knossos übernehmen. Das könnte ich rein theoretisch ziemlich easy machen. Und zwar Diplomatie. Hier. Im Namen von Hermes seid gegrüßt. Sprecht, aber täuscht nicht mit verstrickter Rhetorik, falscher Logik oder widerlichem. Warte, nicht Angriffspakt. Und dann kann ich noch Zahlungen anbieten, irgendwie so. Ist sogar noch niedrig. Warte mal. Krass. Okay, dann ist es doch nicht mehr so einfach. Also früher konnte man sich quasi den Sieg einkaufen. Also früher, also ich habe ehrlich gesagt Rome nicht mehr, also lange nicht mehr fertig gespielt, weil, und das sage ich auch häufiger, wenn man so ein, ja, ja, wenn man so eine gewisse Größe hat, sag ich mal, ist es sehr einfach. Also davor ist es sehr challenging, also vor allen Dingen, wenn man so Ikena oder Seleukiden, ja, wobei die Seleukiden, wenn man es nicht, wenn man keine blöde Challenge draus macht, wie ich mit den Pferden, ja, und ich bin immer noch nicht weitergekommen da. Genau, dann sind die Seleukiden auch relativ gut zu meistern. Genau, aber wenn man eine gewisse Größe hat, ja, ist es eigentlich nur, ja, es ist eigentlich mal spannend, sage ich mal so. Also es gibt zwar ein paar größere Feinde, die immer mal wieder gute Schlachten hergeben, aber also wie zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen Pontos, ist das Pergamon, Pontos ist, sind die da, genau, wenn ich gegen Pergamon jetzt antreten würde, das würde nochmal interessant werden, vor allen Dingen, wenn ich jetzt zu diesen, also jetzt sofort mit dem Krieg anfangen würde, dann wäre es nochmal spannend, weil ich habe hier nur eine, also eine, ja, keine gute Armee, die da ist schon ganz in Ordnung, die da ist gut und die beiden sind, glaube ich, gut. Und dann könnte er innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, hier mich ja, von Asien rausschmeißen. Bis dann meine Eliten dann rüberkommen. Also hier habe ich, glaube ich, nur eine Elite, soweit ich mich erinnern kann. Und die ist in Ägypten. Warte, hier nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur, damit ich Einheiten habe. Genau, hier die da. Die 501. ist halt ja, eine sehr gute Armee. Adler des Zeus ist einfach nur da, um Einheiten zu haben. Die sind auch einfach nur da. Und Fanboys von Athen, ja, die sind auch ganz gut. Also die musste ich ja neu ausheben. Die sind auch nur da, um Einheiten zu haben. Und die anderen sind hier im Norden. Genau. Das Ding ist, jetzt muss ich Spartas Wurz. Wieso lache ich immer, wenn ich das lese? Die da müssen noch eine Runde da bleiben, würde ich sagen.
weil sonst können die Feinde, also die Konföderation könnte das wieder einnehmen. Es sei denn, ich mache die jetzt platt. Und ich mache die jetzt platt. Sehr schön. Gut, dann können die jetzt auch sich auf den Weg machen zum Festland wieder. Das ist auch einfach nur zum Defensiv-Dasein. Nightmare. Die könnten natürlich... Die könnten natürlich auch ziemlich gut hier reinhauen. Vor allem in der Stadt sind Kavalleristen die sehr gut. Steppenwölfe, die könnten nächste Runde die angreifen. Ja, wobei die haben eine Stadtmauer. Die müssten Malwa angreifen. Odysseus. Navissos. Also alle Städte ohne Mauer. Und damit können die mich noch sehr, sehr gut nerven. Okay, aber ich greife die mal an. Niederkauern wie eingesperrte Hunde. Ja, an sich sind die auch eingesperrt. Und ich mache es automatisch, weil es war ja 98% Überlebenschance. Das ist dann boring. So. Aber. Also der Budini. Die Budini haben als einzige, glaube ich, eine Elite Macht von mir besiegt, also eine Elite Armee, also Veteranarmee, sage ich mal so. Keiner hat es bisher geschafft. Also ich habe ein paar Mal verloren, aber so richtig. Seid gegrüßt. Seid nicht so schweigsam, als hätte man euch. Ja, ich glaube, der könnte mich auch mal ärgern. Aber ich hoffe nicht, weil, so wie ich es verstanden habe, darf ich mit denen gar keinen Krieg anfangen, sonst habe ich verloren. Irgendwie so. Seid gegrüßt. Ach, die. Verschwendet keine Zeit mit schlecht gewählten Worten. Die hättet ihr mit Baden verbringen. Das 91.000 ist das Mindeste, was ich denen schenken kann. Warte mal. Ja. Okay, der hat 5.000. Ich stimme diesem zu, auch wenn der Wein zu schal ist, auf dieses Geschäft anzunehmen. Der Wein ist zu schal. Deine Mutter ist zu. Was? Okay, Meinen Gruß und meine Aufmerksamkeit für die nächsten Minuten. Plädiert für eure Sache, doch ohne die Monotonie eines Anwalts. So. Okay, schön einschleimen. Das funktioniert. Die beiden bekommen nichts. Adler und Dida bekommen auch nichts und weiter. So. Was ziemlich interessant war, ist, dass, also ich streame ja nebenbei, und also Link in der Description, falls ihr Lust habt. Nein, ach Gott, ich wollte da gar nicht, oh Gott. Ja, egal, dann mache ich den mal mit Dauerfeuer von Steinen fertig. Genau, falls ihr mal da zuschauen wollt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Da spiele ich nur weniger Strategiespiele, weil meine Community ist eher auf ja, Open World und so weiter aufgebaut. Oder Indie Games auch. Dementsprechend. Alter, wie viele habe ich denn? Alter. Dementsprechend. Der Arme, der tut mir so leid. Genau, dementsprechend werde ich da wohl
eher weniger Richtung Strategie gehen. Aber es gibt solche Tage. Ich habe auch Discord, da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal reinschauen. Und dann ja, einfach gucken, was euch gefällt. Genau, auf jeden Fall kam da jetzt auch neulich einer, der gefragt hat, also von YouTube her kam einer und der wollte eben wissen, wieso Sparta, ja, wieso Sparta es nicht geschafft hat, ja, größer zu werden. Also Sparta gegen Griechenland, Sparta gegen Griechenland, ja. Sparta gegen Athen war ja quasi das Maximum, was Sparta jemals erreicht hat. So an Gebietgröße, sag ich mal. Und genau, der hat dann gefragt, so, ja, was ist da los? Wieso war das so? Weil ja, angeblich war ja Sparta so krass gut. Und es war dann auch richtig lustig, weil ich kündige ja schon öfters an, dass ich so eine Sparta-Ding machen will. Aber ich bin bisher nie dazu gekommen, oder noch nicht eher dazu gekommen, so mit den ganzen spartanischen Mythen aufzuräumen, weil es gibt so unendlich viele Mythen, so von wegen, dass Sparta so, ja, keine Konkurrenz hatte, dass die so krass gut waren und bla bla bla. Klar, die hatten eine krasse Hopliten und so weiter, aber ohne die Verbündeten, ja, hätten die nichts erreicht. Was man hier bei Total War auch gut sehen kann, wenn du jetzt nur Hopliten hast und der Gegner mit, keine Ahnung, ein bisschen leichter Infanterie, Kavallerie ankommt, also sei es jetzt Bogenschützen oder sei es Bogenschützen oder Kavallerie eben. Ja, was willst du dagegen tun? Also du kannst nichts dagegen tun, weil du hast nichts, womit du die erreichen kannst. Und das war eben die Achillesferse von den Athenern. Das ist falsch. Von den Spartanern. Die Athener haben es schon geschnallt. Aber die Athener hatten das Problem, dass sie eben, also wirklich die Athener, jetzt habe ich mich nicht versprochen. Die Athener hatten das Problem, dass sie ihre Armeen immer von Bürgern, dies ist ein Zeichen erreichter Einigung, und ja, zusammenwürfeln mussten. Und also sobald Krieg herrschte, wurden dann die ganzen Bürger geholt und die mussten dann kämpfen. Und bei den Spartanern war es aber so, dass die Bürger in dem Fall gar keine Berufe hatten, sondern die hatten Sklaven, die Drecksarbeit, also jetzt böse gesagt, für die Gegner gemacht haben. Aber trotzdem hatten die sehr, sehr viele Hobbys, also so wie die Poesie. Warte, wo kommen die her? Ich glaube von da. So, müsste rein theoretisch von da kommen. Genau, Poesie, Tanzen, Feiern und so weiter. Und genau, das war halt, genau, und die hatten halt, die waren sehr, sehr sportlich. Also der Unterschied zwischen Athen und Sparta war, dass die Sportlichkeit oder die Fitness von den Leuten
Ach Mann. Ey, ich höre kurz auf zu reden, weil das nervt mich gerade selbst, dass ich die ganze Zeit. Ich bin so schlecht im. Was machen hier denn die Wale? Ich hoffe nicht, dass die gestrandet sind. Genau, der Unterschied. Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig. Deswegen druckst du dich gerade die ganze Zeit so rum. Also. Unser General wird angegriffen. Ein kleiner Knutscher. Genau, also. Sparta und Athen. Beide hatten mega gute Einheiten. Mega fitte Einheiten. Also Menschen. Also komisch, dass sie ja von denen mit Einheiten ankommen. Genau, die Soldaten waren mega fit. Und der Unterschied war nur, dass die Athener ja ins Fitnessstudio quasi gegangen sind als ja aus Hobby. Und in Sparta war das aber Pflicht, dass die ins Fitnessstudio gingen. Also. Das ist jetzt ein blödes, die brennen. Oh. Löscht es. Wieso schießt er immer noch? Der sinkt doch. Ist sowas von lame. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, weil der Turm noch schießt. Das ist so unfair. Richtig unfair. Habe ich ja meinen General verloren. So ein Scheiß. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, cool. Das ist nett von dem. Die sind auf Verband. Yay. Das war mega episch. Episch im Sinne von Kacke. Und weg da. Ich muss dann versuchen. Ich muss dann versuchen, die Fancover hier auszuschalten. Alter. Die, ja. Dagegen habe ich jetzt nichts mehr. Die Männer wanken. Weil, ja, okay. Wollte gerade schon schauen, warum der so viel Schaden macht, aber es sind Speerträger. Es sind Speerträger. Das ist das gerade große Problem. Ich charge jetzt einfach mal da rein. Ist zwar auch Selbstmord. Aber ich will die mal kurz davon abhalten, schießen. So, dann. Ja, der stellt sich gut auf. Der stellt sich gut auf. Jetzt kleben die wieder da. So. Hm. Geht mal da weg, bitte. Okay. Ja, die sind auch schon weg. Ja, okay. Na, ich glaube mit den
mit meinen beiden mit den einen General und der einen Phalanx Ding, Hopliten Phalanx Truppe hätte ich auch nicht wirklich was reißen können. Ja, vielleicht, wobei die waren ziemlich gut. Okay, jetzt charge ich mal hier rein. Also der da wirklich fallen, weil der wurde surrounded. Okay, hier kann ich schon einiges machen, das ist gut. 3, 2, 1, weg. Okay, hier konnte ich einiges noch machen, das ist gut. Okay, nochmal chargen. Super. Die da sollen nur ablenken. Okay, der ist weg. Der raus da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, jetzt werden die schon wieder gefangen. Ne, nicht Kavallerie, sondern die Pikeniere. So, das zeigt auch schon ganz gut, finde ich, was man alles mit der Kavallerie machen kann, ne? So. Okay, die sind jetzt weg. Dammit. Weg da. So, hier entlang und dann hier rein chargen. Okay, die drehen sich jetzt um. Okay, die gehen zur Seite. Ich muss warten, bis alle draußen sind. Okay, der ist. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Ja, jetzt habe ich ja gerade nicht aufgepasst und der hat sich sofort umgedreht. Das ist ein, das haben die auch ein bisschen krass geändert. Also am Anfang waren die Pikeniere auch sehr, sehr, sehr strong. Aber soweit ich es in Erinnerung habe. Also ich kann mich auch irren. Das ist ein schändlicher Angriff. Ich glaube, früher konnten die das nicht. Also so sich so schnell umdrehen. Die beiden wären noch extrem wichtig gewesen. Die wären so wichtig gewesen. Aber nö, die haben ja gebrannt. Und warum? Ah ja, weil der Turme vom untergehenden Schiff noch geschossen hat. Diese Sau. Naja, egal. Dann haben wir noch was, was wir erobern können. Sehr schön. So, also nochmal um das mein Gestotter von vom Anfang des Gefechts, um das nochmal zusammenzufassen. Also, ich wurde gefragt, warum Sparta nicht größer geworden ist, wenn sie so krasse Soldaten gehabt haben sollen, wie es immer heißt. Und genau, das Problem waren die Verbündeten. Beziehungsweise, Alter, was ist da alles?
Also ja, das Problem waren die Verbündeten, weil ohne die Verbündeten, also das habe ich hier schon, hatten die Spartaner überhaupt keine Chance. Aus dem einfachen Grund, weil die so ein Gesetz hatten, dass alle Spartaner gleich sind. Und das Problem dabei ist, wenn jetzt der eine Spartaner ein Hoplit ist, so, was alle Spartaner eigentlich waren, aber wenn der eine jetzt ein Hoplit ist und der andere jetzt nicht, dann sind sie ja auch nicht gleich. Und das war das große Problem bei dieser Politik, weil die konnten nur, also in der Armee, also rein spartanischen Armee, waren nur Hopliten. Und es gab die Perioken, also die Sklaven, die mit denen gekämpft haben immer. Deswegen stimmt das auch nicht mit den, dass die Spartaner immer, dass die Spartaner immer eine Handvoll von ihren Hopliten zu Hause haben mussten, um eventuell Sklavenaufstände zu unterdrücken. Das stimmt in dem Fall nicht, weil die Sklaven waren Teil der Armee. Also die Sklaven mussten quasi nicht unterdrückt werden, also ein Teil sicher. Aber die waren Waffenbrüder eigentlich. Genau. Und es gibt auch so ein Gerücht, dass die diese Agogae, glaube ich. Also es gibt ja so zwei größere Ereignisse bei den Spartanern. Mit der Agogae und dem anderen Begriff, den ich gerade vergessen habe. Also die Agogae war, glaube ich, das mit den Kindern, oder? Also diese, dass die, werden wir möglicherweise ein Abkommen treffen. Dass die angehenden Soldaten eben die fitten Sklaven oder die kräftigen Sklaven gejagt haben. Das stimmt in dem Fall höchstwahrscheinlich auch nicht. Also das ist nicht hundertprozentig belegt oder widerlegt. Aber vom Sinn her würde ich ganz klar sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil aus eben dem Grund, dass die Sklaven mit in der Armee waren. Also die Perioken waren der Großteil der spartanischen Armee. Also dementsprechend macht es sehr wenig Sinn, die besten und kräftigsten Sklaven zu töten. Und es wird übrigens auch, jetzt quatsche ich gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen, es wird überlegt, was überhaupt die Agogae war. Also dass die Kinder nicht wirklich zu diesen Elite-Kriegern schon im jungen Alter gedrillt worden sind, sondern dass die ganz normal ausgebildet worden sind. Und das ist auch seltsam, dass das erste Mal, dass die Agogae nachweislich jetzt drücke ich sicher ja schon wieder so rum. Stotter. Es tut mir leid. Das erste Mal, dass die Agogae schriftlich erwähnt wurde, war 400 oder 500 Jahre nachdem
die Akogai angeblich stattfand. Also dementsprechend wissen wir nicht wirklich, was da alles passiert ist. Genau, aber so, sobald ich dazu komme, werde ich dazu auch ein Video machen. Weil das ist mir auch sehr wichtig. Weil, also ich habe schon mega viel Zeit jetzt investiert, damit ich da so ein blödes Video drüber mache und ich, ey, die Zeit, ne? Also ich komme einfach nicht dazu, das nervt voll. Okay. So. Aber wir sind ja eh schon ziemlich über in der Zeit. Also ich versuche ja immer 20 Minuten Videos zu machen. Und jetzt haben wir schon eine halbe Stunde. Gut, dementsprechend. Hoffe ich, euch hat es gefallen, auch wenn meine angebliche Erklärung nicht wirklich zusammenfassend und gut strukturiert war, würde ich mal so meinen. Dementsprechend, ja, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und es tut mir leid, dass, ja, ich ja, so häufiger jetzt in letzter Zeit das Let's Play aus vielen Leads ausgefallen haben lassen tun. Genau, ich habe halt unglaublich viel zu tun und ja, bin halt auch eben selbstständig, deswegen habe ich nicht wirklich Urlaub, und es sei denn, ich nehme ihn mir, und dann wird halt hier auch nichts mehr produziert. Und, das ist halt immer die große Frage, wann ich mir sowas leisten kann. Jetzt nicht finanziell, sondern zeitlich überhaupt. Genau, dementsprechend tut es mir leid. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye.